Herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI 2 Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute auf einer Karte unterwegs, die jetzt, ich glaube, Weihnachten neu erschienen ist. Ist natürlich schon ein bisschen her, aber jetzt bin ich sie mal abgefahren und muss sagen, ich glaube, da kommt neue Konkurrenz. Und zwar die Karte Overrad-Rössrad. So nennt sich die Karte und diese finde ich absolut schön gebaut. Mit viel Liebe zum Detail. Wie das Ganze natürlich aussieht, zeige ich euch heute. Wir fahren das Ganze mit dem Neoplan von Sobol. Mal müssen was ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Und von daher dachte ich mir so, ja, wollen wir doch direkt loslegen und schauen mal, wie sich das Ganze hier fährt. Ich glaube, Fahrzeit liegt hier so um 30, 35 Minuten. Das ist eine gute Folgenlänge. Von daher würde ich mal sagen, springen wir mal rein in unseren Bus. Und ihr seht, Track AR ist natürlich auch wieder mit dabei. Selbstverständlich. So. Ich habe das Ganze installiert gehabt und tatsächlich war es ein bisschen problematisch gewesen, denn es gab hier so ein paar Sachen, ja, die waren nicht so einfach zu finden, denn ich hatte auf einmal so einen Busspringen gehabt, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn der Bus auf einmal so richtig schön anfängt zu springen und so, das ist absoluter Traum. Nein, ich glaube, wir waren auch in die Route 3 war das gewesen, genau, nach Immekeppel Haustal. Und so, wollen wir die schon mal einsteigen lassen hier zumindest, die Fahrgäste. Guten Tag. Und dementsprechend können wir jetzt hier unseren Bus. Guten Tag. Oh, ich glaube, mir fehlt ein Update, denn er zeigt mir hier die Innenbeleuchtung nicht an. Obwohl, warte, meine Motor ist noch nicht an. Ah, merkst du was? So, also haben wir das jetzt auch drin. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Okay, hier aber nichts. So. Alles klar, dann haben wir das jetzt schon, das haben wir. Kasse ist, vielleicht ein bisschen wärmer machen. So, haben wir das auch. Fahrgäste sitzen, wundervoll. Und wir haben jetzt gleich Abfahrt in 2 Minuten. Und ja, also wie gesagt, das ist eine komplett kostenlose Karte. Die Installation stellte sich ein bisschen schwierig raus, weil, wie gesagt, nur Objekte gefehlt haben und der Bus dann anfing zu springen. Software wie zum Beispiel der Busbetriebssimulator oder auch mein OMSI-Tool, ja, wo ich halt Karten eigentlich in der Regel immer überprüfen lasse, sobald sie installiert sind, um zu gucken, welche Objekte zum Beispiel fehlen mir denn noch. Hatten alles okay angezeigt und trotzdem springt der Bus, bis ich dann irgendwann mal rausbekommen habe, dass hier ein Zug fehlt, der jetzt auch gerade gar nicht im Bilde ist. Der fährt hier nämlich immer lang. So, und dadurch fing der Bus an zu springen. Später denn, wo du schön gefahren bist, fehlt dann auf einmal ein kompletter Bus, ja, der überhaupt nicht angezeigt wurde, dass der zum Beispiel fehlt. Also solche kleinen Sachen machen das Ganze dementsprechend doch deutlich schwieriger. So, ich muss mal meinen Track AR nochmal neu ausrichten. Das schaut ganz gut aus. So. Und damit on Tour auf der Karte Rössrad. So. Habe ich jetzt bisschen jetzt auf die Performance von Landkreis Forsthausen eingestellt. Auch den Ton nochmal ein bisschen leiser gemacht vom Spiel. Der fährt auch nicht. Haben wir da den Bordstein echt mitgenommen? Ja. Ah, es könnte hinkommen. So relativ dicht am Bordstein ran. So, alles einsteigen. Guten Morgen. Ja, wunderschön. Alles einsteigen. Abfahrt.
So, wunderschön. Also ich höre was, aber das ist irgendwie komplett leise. So, wie sieht es hier aus? Heizt noch. Da kann man nichts machen. So. Lalalala. Ja, also wo ich die Karte das erste Mal so gespielt habe, ich weiß nicht, diese Karte, die hatte schon von vornherein schon dieses gewisse Etwas. Was mir persönlich schon sehr gut gefallen hat. Und war für mich dann mal so ein Grund gewesen, mir mal die Karte noch mal ein bisschen direkter anzuschauen. Lass mal ganz kurz drin. Also wir sind jetzt hier 4 Kotten. Mir diese Karte mal so ein bisschen anzuschauen. Und ja, sie hat sich auch wirklich gleich bei mir echt eingebrannt. Und ich muss wirklich sagen, ungelogen, also meine absolute Lieblingslinie ist ja die 601X1. Das ist so meine Linie. Die Ansage ist leider sehr leise. Aber wie gesagt, diese Karte macht hier schon ein bisschen Konkurrenz tatsächlich. Hallo. Rathausplatz, 16,3 Grad. Ich könnte gleich die Heizung wieder ausmachen. Wir sind auch ein bisschen gut von der Zeit her unterwegs. Da passt das. Ja, wie gesagt, die ist halt auch letztes Jahr erschienen. Wie gesagt, so kleinere Sachen fehlten hier. Aber sonst wird eigentlich Großteil alles mitgeliefert. Und ich mag halt diesen Baustil. Ja, das ist so eine richtig schöne Überlandkarte, so ja, mit kleineren Dörfchen, also kleinere Städte, ja, weil man kann ja jetzt hier nicht mehr von einem Dorf reden. Was er richtig gut in Szene gesetzt hat, so typisch diese engen Straßen und dieses Ganze schon sehr, sehr gut gemacht hier, sehr gut eingefangen und dann, wie gesagt, halt auch recht liebevoll alles gestaltet halt, ja, das ist nicht einfach so plump fertig, nö. Also hier hat man sich wirklich schon so ein bisschen Mühe gegeben, um das Ganze halt auch so passend in die Szenerie einzubauen, dass es auch realistisch halt rüberkommt, ne? Es gibt ja immer so die Leute, die bauen dann manchmal und bauen, klatschen da alles voll, so würde sich wahrscheinlich keiner irgendwie hinstellen und würde das Ganze so bauen, ja, aber hier irgendwie habe ich so das Gefühl, das wirkt alles sehr, sehr echt, sehr real halt. Hallo. Ja, wunderschön. So.
So, also aussteigen. So, nächste halt Leibniz Park. Was man hier auch sagen kann auf der Karte ist zum Beispiel, dass wenn ich jetzt mal die Hilfspfeile hier anmache, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht, ja, er baut hier nämlich auch oder hat hier verbaut immer so eine kleine Infotäfelchen, wo du halt mal so ein bisschen was entdeckst du von der Karte. Hier zum Beispiel die christliche Gemeinde, ne, Hoffnungstal. Davon gibt es noch viel, viel mehr hier auf der Karte verteilt. Hier sehen wir zum Beispiel auch Richtung Rossrath Köln. Das ist sogar eine echte Karte, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde sie bis jetzt extrem hübsch gebaut. Ich glaube, die 422 ist doch die einzige Linie. Es gibt nochmal so einen kleinen Schlenker, dass du nochmal in so ein Gewerbegebiet fährst. Aber das sind nur ein, zwei Haltestellen oder sowas. Also das ist jetzt nicht groß weltbewegendes. Dann hast du praktisch deine Wendeschleife für die 422, dass du dann praktisch wieder zurückfährst. Aber ich finde das an sich so ziemlich cool gebaut. Ich muss mal gucken, ob ich nicht ein neues Update finde hier für den Neoplan. Komm, Fahrgäste, ich glaube, hier jetzt auch der Minibus gebracht, den wir jetzt in der letzten Folge auf Landkreis Mauthausen hatten. Kein Winterdienst. Ja. Hit Radio. So, na dann wollen wir mal. Da sehen wir zum Beispiel auch, ne, wieder die Infotäfelchen. Bergische Landstraße, Fluss Sülz, Gewerbepark Lebenbach. Ne, also, das ist schon ziemlich schön gemacht worden, finde ich persönlich. Gibt der Karte nochmal einen extra kleinen Charme dafür.
So. Alles packe ich natürlich hier auch in die Videobeschreibung, ja, wo ihr den Bus bekommt, wo ihr die Karte bekommt. Das werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt immer so machen, so ein bisschen wie beim Train Simulator, dass man da halt dann, dass das Ganze jetzt immer zukünftig dort findet. Ja, auch ob es ein Payware-Addon ist oder ob es Freeware ist und so weiter und so fort. Findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. So, jetzt sind wir in Oberrad. So, wundervoll. Seht auch, wir haben es gleich geschafft. Es ist gleich schon Feierabend hier. Also das ist die Linie 422 von der Karte Rossrad nach Overrad. Also ich persönlich muss sagen, ich finde sie extremst gut. Ich bin sie einmal halt mit Hilfspfeile gefahren. Danach hatte man es dann irgendwie raus, denn eigentlich geht es halt immer nur geradeaus. Und ich finde, das sind schöne Karten tatsächlich, ja. Und aber auch sehr abwechslungsreich gebaut, ja, das ist, also, das sind so diese kleinen Sachen, die wirklich hier auffallen. Was die Karte für mich eigentlich schon ziemlich bezaubernd macht, denn, ja, um das mal in anderer Sprache mal zu nennen. Guten Morgen. Schönen Morgen. Ja, und sonst gibt es hier eigentlich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, kam letztes Jahr Dezember raus. Bin mal gespannt, ob es hier Fortsetzungen gibt. Ob da irgendwas in der Regel so geplant ist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, also falls der Entwickler der Karte das hier mal irgendwie sieht, das Video, oder ihr vielleicht Infos dazu habt, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare posten, würde mich sehr interessieren. Weil so an sich, muss ich wirklich sagen, ist lange, lange her, dass ich wirklich mal gesagt habe, dass mir eine Modkarte relativ gut gefällt. Ich glaube, die letzte war tatsächlich Ruhrau gewesen, die erste Version, die zweite, ja, weiß ich nicht, die ist zwar nicht schlecht, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, die hat sich nicht so bei mir eingebrannt, wie jetzt zum Beispiel Ruhrau V1, weiß nicht, woran es liegt, das ist wahrscheinlich, ja, bei der Karte hier ist es halt ebenfalls, ja, dass ich da persönlich sagen muss, mir gefällt sie sehr gut. Zum Beispiel auch eine Karte, die ich mit in die Firma holen würde. Die BBS-Firma. Und wahrscheinlich auch eine Karte, die wir zukünftig jetzt hier auf dem Kanal auch relativ oft sehen werden. Weil es halt wirklich abwechslungsreich ist. Und wir werden uns da noch Karten anschauen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen. Das einfach nur Häuserschluchten sind, fertig. Ja, wo man sich halt wirklich so denkt, so einfach nur Haus an Haus geklatscht, fertig ist die Karte.
aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, so ein schöner kleiner, ne? Dorfplatz hier noch. Ja, ist schon klasse gemacht. So, und wir haben schon wieder keinen Fahrgast mehr drin. Also, hier hätte man vielleicht noch ein bisschen was updaten können. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Update noch rausgekommen ist, jetzt nach der Zeit, wo ich es mir runtergeladen hatte, zwecks mehr Fahrgäste. Das ist die einzige Buslinie ist, dann halt, die so durch so Dörfer durchgeht. Kann ich mir schon vorstellen, dass da mehrere Leute mitfahren. Und tatsächlich wollte ich so eine Karte ja eigentlich mit Landkreis Forsthausen bauen und sowas. Ja. Bloß bei mir hat es nicht funktioniert. So, im Kippel Kirche, aber wie gesagt, wir haben eh keine Fahrgäste drin, von daher ist eh wurscht. So, jetzt, ja, sind wir hier auch schon kurz vor der Endhaltestelle. Doch, da war jemand drin. Ah, scheint ein kleiner Bug zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall die Karte Immekeppel Haustal, die Karte Oberrad, Rössrad. Wie gesagt, absolut fantastisch finde ich diese ganze Karte. Ich werde auf jeden Fall weiterhin mal ein Auge drauf werfen. Bin mal gespannt, ob sich da irgendwo mal was finden lässt, ob da irgendwie weiterhin geplant ist, hier noch die Karte zu erweitern oder sowas. Ja, sollte ich da natürlich irgendwann was rausfinden, dann werde ich euch dementsprechend das Ganze hier selbstverständlich ja, berichten. Und wir werden, wie gesagt, die Karte jetzt wohl möglich jetzt öfter sehen, weil ich, wie gesagt, bin von der Karte recht überzeugt. Sie macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf jeden Fall.
Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, wie es hier zukünftig mal weitergeht mit der Karte. Und ja, damit habe ich euch die Karte vorgestellt. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten OMSI2-Video hier wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!